Hallo, es gibt eine neue Farbe bei den Konturenstiften, die da heißt Flamingo. Und direkt den passenden Lippenstift, Pink Flamingo. Und so kann man sich das vorstellen. Wie trage ich Flamingo mit Pink Flamingo am besten auf, um eine schöne, voluminöse Lippe zu bekommen? Mein Tipp, ihr nehmt den Concealer Peekaboo und geht mit der helleren Farbe, nicht die ganz helle, aber die noch hell ist. Am besten probiert das aus, was bei euch am besten passt, je nach Hautfarbe, die gerade ist. Und dann malt ihr euch mit dem Finger, damit das schön weich wird, so eine kleine helle Kontur auf. Das sieht jetzt bei mir im Monitor so ein bisschen aus wie so ein kleiner Milchbart. Das könnte man dann auch noch mal ganz zart abpudern. Ich mache das jetzt auch einfach mal so mit dem Finger. Und darauf achten, dass das keine harte Kante ist, weil sonst sähe es komisch aus, sondern nur so ein heller Schimmer. So, und jetzt dürft ihr ein klitzekleines bisschen übermalen. Warum mit dem hellen? Ganz einfach, weil jede Lippe einen kleinen sogenannten Lippenwulst hat. Jede Lippe. Genauso wie jeder Mensch diese beiden Linien hier unter der Nase hat. Und wenn man die einfach so übermalt, dann fehlt die helle Linie und der Betrachter sieht das zwar nicht direkt, aber das Unterbewusstsein grübelt, irgendwas ist da nicht richtig und das sieht komisch aus. Also wer mogeln will, bitte richtig, nämlich mit dieser hellen Linie ringsherum. Und dann malt ihr euer Herzchen aus. Und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die einen, die malen dann zum Beispiel erst unten die Ecken. Oder man malt direkt die Kontur. Das müsst ihr auch wieder ausprobieren, was euch am besten liegt. Ich gucke jetzt hier nebenan in meinen Vergrößerungsspiegel. So, und dann, wenn die Kontur gezeichnet ist, malt er die Ecken so ein bisschen aus. Und dann, wie gehabt, die kleinen sternförmigen Striche. Entweder malt ihr die so oder ihr macht mal so und zeichnet die natürlichen Lippenfältchen nach. So. Da kann man schon sehen, das gibt eine optische Täuschung und die Lippe sieht damit voller aus. Wenn ihr dann mit der Kontur zufrieden seid, dann geht's zum Lippenstift. Und da hat auch wieder jede Frau eine andere Technik. Ich mache zum Beispiel so, dass ich den Stift so reinsetze in die Lippe. Ja, beide Seiten zur gleichen Zeit. Zweimal hin und her und fertig. Bisschen verteilen. Pink Flamingo ist ein sehr, sehr schöner, cremiger, rosé ins pinkfarbene gehende Lippenstift. Und er passt, wie man sieht, auch zu roten Haaren und ist so eine neue Lieblingsfarbe, möchte ich mal sagen, weil es sieht frisch aus, fröhlich aus. Und passt überall dazu, ob bei Blond, bei Rot oder bei den dunkelhaarigen Frauen. Flamingo und Pink Flamingo, vielleicht auch deine neue Lieblingsfarbe. Schau mal unten, da könnt ihr sehen, wie die Verlinkung ist, da kommt ihr dann direkt zum Produkt. Bis bald, tschüss!